Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ja, wir sind wieder in DayZ. Ich bin aus dem Urlaub wieder da. Habe ich auch schon in der Metroaufnahme gesagt, je nachdem, was als erstes kommt. Diesmal nicht im Spiel, komischerweise, sondern im Hauptmenü. Hat den Grund, denn, ja, letzte Aufnahme, so Server-Crash mitten in der Stadt und so, ist nicht so geheuer. Gerade in DayZ. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird, wenn wir das einloggen. Deswegen habe ich gedacht, machst du es im Menü und, lässt mal den Tod, falls der Tod kommt, lässt es mal den Zuschauer zeigen, bevor ich da rumfummel. Ihr seht, 1724, heute am 1. August, wie die Zeit vergeht, so schnell ist das. Kommt schon die 1725, ist aber noch nicht da, um 10 Uhr morgens. Kleine Änderung hat es gebracht, DayZ-Logo und so, Performance-Verbesserung, Ladezeiten, Verkürzerung und so weiter und so fort. Bin gespannt, was noch alles kommt. Ich war jetzt eine Woche nicht da. Ich denke mal, ich habe wieder ein bisschen Elan, um das zu spielen. Man hat es mir vielleicht angemerkt, dass ich nicht immer so Lust hatte, das zu spielen. Aber, na gucken. Oh, guck an. Genos D190, was ist los? Voll leer hier. Hat der Hype abgenommen, DayZ? Mögt das keiner mehr oder was? Was ist denn hier los? Ja, sonst war das so überfüllt. Oder liegt es daran, weil so viel fehlen ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Naja, gut. Zum Thema YouTube-Partner. Da hat sich jetzt SocialBlade gemeldet, hat gesagt, ich muss das auch nur noch auf YouTube warten. Die müssten das jetzt innerhalb von einer Woche noch machen. Und dann bin ich offizieller YouTube-Partner. Aber da gibt es, glaube ich, noch ein extra Video. Oh. Oh. Dunkel. Ja, wir sind uns noch im Zelenogorsk. Ihr habt ja gesagt, Nacht-Gameplay ist lustig. Es wird erstmal weitergehen ohne Amprokor und David, denn die sind irgendwo, weiß ich nicht wo. Ich habe eine Karte gefunden. Yay. So. Ah, ich rufe die Karte lieber jetzt nicht auf. Das ist nicht so geil. Aber 32 Zombies, die sind wahrscheinlich alle bei mir jetzt in der Stadt. Kennt ihr ja, wenn ich alleine gespielt habe, dass da je weniger Zombies kommen, also je weniger Spieler, desto weniger Zombies. So, wir fit wollten ja zur Kirche gehen letztes Mal. Wir wollen ja zurück in den Shop. Ich möchte nochmal zurück in den Laden gehen. Gehe ich zurück in den Laden? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Mitten in der Nacht ist es. Ne, Berg hoch. Ich weiß gar nicht, wo es zurückgeht hier. Es muss ja durch die Ortschaft hier gehen, ne? Ja. So. Aber es scheint. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt mehr Nacht-Gameplay sehen. Bin ich auch dafür, Ambuko und David, die sind nicht so. Also, beziehungsweise David, der möchte das nicht so. Es ist wenig Action. Es geht langsam voran, aber na gut. Was sind wir denn bei DayZ erwarten? Denn ich habe es ja selber schon gesagt, ich bin nicht so der Spieler, der sagen muss, ich muss hier durchrushen, ich muss innerhalb einer Stunde von A nach B kommen, muss das und das finden. Ihr wisst das ja von längerer Zeit schon von mir, die da schon fleißig gucken seit dem ersten Part. Ich bin so ein bisschen der Typ, das Ganze ein bisschen gelassen angeht, der ein bisschen auf Armer zurückgreift, auf die ganzen Erfahrungen, so ein bisschen Geduld hat, abwartet. Das war mit der Aufnahme am Puka nicht so im Vordergrund. Aber ich wollte den jetzt nicht noch länger auf den Geist gehen, so mit hier wartet mal noch eine Stunde, bis dann das und das passiert. Aber na gut, ihr kennt das ja, ne? Ich bin ja so ein bisschen, viele sagen ja, ich bin ja so ein bisschen wie Odium. Haben sie auch vielleicht recht, bin vielleicht nicht so extrem wie Odium. Odium macht das Ganze ja ein bisschen noch extremer, der macht das ja schon ein bisschen länger, das Armer. Der spielt sehr viel Mission bei Gruppe W und so, klar, Mission. Muss ich demnächst auch wieder mitmachen, jetzt wo ich Headset alles wieder hab und Urlaub vorbei ist, da geht das ein bisschen. Und ich glaube, wir sind in der falschen Richtung hier. So. Der Shop, wo ist denn der? Das ist eine Mauer. Ach, die Nacht in Arma ist dunkel. Seht ihr was? Nee, ich auch nicht, ne? So. So, da kann man nicht reingehen. Das ist, glaube ich, nicht so ein. Hat so ein betretbares Haus gesehen, aber Häuser sind bei mir nicht so an der Spitze. Da ist der Shop, ich sehe ihn da schon. Gerade wo ich alleine auf dem Server bin. Und ich gehe diesmal die Tipps nach. Ich sage euch diesmal nicht, wer nicht richtig aufgepasst hat, nicht welcher Server diesmal ist. Denn was hat jemand mal geschrieben in die Kommentare? Jetzt weiß jeder, wo ich spiele, da wird das ständig randvoll sein. Ja, die Server, wo ich jetzt eigentlich immer spielen wollte, waren immer randvoll. Wundert mich, dass es jetzt leer sind oder fast keiner mehr spielt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal schreiben, vielleicht liegt es an den Ferien oder so, dass da vielleicht die Ferien so ein bisschen
den ganzen Hype oder dass die ganzen vollen Server ein bisschen abgenommen. Vielleicht sind es auch zu viele, vielleicht macht es auch keinen Spaß mehr, ich habe keine Ahnung. Soll aber nicht schaden, je weniger Spieler auf dem Server sind, desto mehr gefällt mir das. Da kann ich dann auch mal einen Hubschrauber suchen oder sowas. So. Gehen wir noch ein letztes Mal in den Laden rein und dann zeige ich euch mal, was ich denn als Ziel hatte, denn ich habe ja in dem Urlaubsvideo erwähnt, in dem Infovideo im Flugzeug mit Gunnar und mir, dass ich nach Lopratino möchte, nach Skalka, glaube ich, hieß das oben, ich bin mir nicht mehr sicher, ich war schon so lange nicht mehr im Norden, Nordwesten. So, gehen wir mal kurz in die Ego-Perspektive. Ich habe so das Gefühl, dass die Lampen so ein bisschen, aber ich habe... So. Dann looten wir mal, am besten Fernglas, na guck mal an, du. Ui, ich bin ganz schön über... Ich wusste gar nicht, dass ich noch so viel Zeug hatte. Wie sieht's denn aus mit... Sag bloß, ich kann jetzt ein Open Bag so machen. Ne, schade, ich dachte schon jetzt. Ich hätte mich so gefreut, dass das jetzt so geht. Taschenlampe liegt hier noch rum. So, was haben wir denn hier? Dose Bohnen. Ja, ich würde mal sagen, wir trinken mal was hier. Und essen gleich mal was. Ein Heatpack brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe gar keine Körpertemperatur mehr hier. Verbandszeug. Ja, lass mal, haben wir noch hier drin. Ja, muss... Alter, habe ich viel Essen. Ey, meine Fresse. Dann kann ich natürlich ein bisschen... Die Taschenlampe habe ich ja noch. Hier liegt eine Winchester, aber ich habe schon... Ach nee, ich habe gar keine Winchester, ich habe eine Shotgun, eine Remington 870. So. Was habe ich denn am meisten, Mensch? Habe ich denn alles so... Ich habe mehr Essen dabei, ne? Würde ich sagen, lassen wir mal das Heatpack. Ich brauche unbedingt eine Trinkflasche, die ich wieder auffüllen kann. Dass ich das Ganze ein bisschen... Ha! Wenn man vom Teufel redet. Hallo, Trinkflasche. Ja, was lässt ich denn da? Ach, ich schmeiß die Dings weg hier. Ah, noch leer, so eine Scheiße. Ja gut, aber das Gute dran ist an der Trinkflasche. Oh, Schachtel, drei, ich weiß, yeah. Dass man natürlich immer auffüllen kann, ne? Das saugt halt nicht so viel Platz, als wenn ich ständig solche Dosen aufnehmen muss. Die muss ich noch nicht suchen. Eine Karte habe ich schon. Ach, liebe Shops, ey. Ihr habt vielleicht schon gesehen im Ladebildschirm, Zähler Gross Tag 32, wenn ich jetzt rechts erinnere. Ja, 32 Tage schon mit diesem kleinen Wicht hier. Hier ist nichts. Mein Gott, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen dunkler geworden ist und das Licht nicht mehr so ist, wie es mal war. In Arma. Kann natürlich alles von der Versionsnummer abhängen. Ich weiß nicht, wir spielen ja mittlerweile Arma 162 Version. Beta, offizielle Version dann von Bohemia. So, der Laden sieht sauber aus. Da liegt noch ein Fernglas, haben wir ja schon eins. Nachtsichtgerät wäre nicht schlecht, das soll es ja auch geben. Das ist bestimmt Verband oder das Magazin von Markarov. Whisky. Eine Uhr, habe ich die schon? Ja, habe ich. Ein Kompass wäre nicht schlecht, das würde mich noch sehr erfreuen. Einen kleinen Kompass. So. Kommt nur das Problem, wie komme ich wieder raus aus der Stadt? Ja, die zieht sich noch ein bisschen. Und ich weiß natürlich nicht, wie die Zombies jetzt sind. Ob die jetzt ein bisschen besser sind, dass sie nicht mehr so reagieren, wie sie vorher waren, so aggressiv. Oder ob sie jetzt noch schlimmer sind oder ob sie jetzt schon wieder auf Licht. Und ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht wirklich mit der Versionsnummer befasst. Ich habe auch gesagt, hier, komm, einfach drauf los. Und ich glaube, ich habe... Tarnsachen gefunden. Ja, ich glaube schon. Aber erstmal möchte ich... Was ist das denn hier? Türen schließen. Heatpack, was haben wir noch? ACP-Munition, Markov-Munition. Eine Uhr. Fernglas. Begalfackeln, Knicklichter habe ich ja schon, das blaue. Huch. So.
Ausrüstung. Ein Kompass, na wunderbar. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. Was haben wir denn noch hier, Mensch? Verbandzeug. Wie komme ich denn an dieses Tarnding? Das ist doch ein Tarnanzug, oder? Also jedenfalls ein Camo. Nicht ein Tarn mit Ghillie-Suit, sondern eigentlich einen. Muss ich den schon wieder wie damals mit dem Rucksack alles aufnehmen und dann wieder abnehmen oder was ist das? Ach, dann. Ja, Moment, was ist denn hier drunter? Muss man das Verbandzeug mitnehmen hier? Ist ein bisschen rum und her fuchteln hier. Ah, Moment. Das kriegt man hin. Bin ich mir ganz sicher. Diesmal rege ich mich nicht so auf wie damals mit dem Rucksack. Ist ja alles ein bisschen. Hey, noch eine Getränkeflasche? Dann nehme ich gleich mit, du. Dann. Nee, lass ich jetzt mal. Verbandszeug weg. So. Was haben wir noch hier? So. Jetzt ein bisschen ruhiger bei mir, aber ich muss mich ganz ein bisschen konzentrieren hier, dass ich nicht keinen Fehler mache. Mein Gott, ist das schwer. Was liegt denn da drunter noch? Knicklichter. Muss ich jetzt mal was ablegen hier? Da, ach, da ist nicht einfach eine Dose Bohnen. Habe ich wieder volles Leben. Habe ich wieder 12.000 live. Zack. Und dann kann ich dann auch die Knicklichter mal aufnehmen. Ich glaube, die habe ich so abgelegt, ne? Ja. Oder habe ich welche hinten noch? Nee. Das Heatpack. Ja, ich weiß nicht. Nehmen wir mit. Ausrüstung. Haben wir jetzt endlich Zugriff auf das, was da liegt? Nö, noch nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr ablegen. Dann legen wir einfach mal die zwei Trinkflaschen hier weg. Oh, ich sehe gerade rote Kette. Bevor rote Kette kommt, nehme ich lieber mal meine Trinkflaschen auf. Nein! Da. Hui. Wenigstens eine, nicht, dass es dann gleich der Server abstürzt. Ist da gerade einer gejoint? Nee. Ist ja Premiere hier, dass wir hier mal sowas finden. So. Kann ich den Nister drauf zugreifen? Kann ich immer noch nicht zugreifen. Meine Herren. Kurz mal umsetzen hier. Oh Gott. Das war ein bisschen zu hoch hier. Tja. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Bug oder was sind das überhaupt hier? Ist das überhaupt ein Anzug? Nicht, dass es mir jetzt umsonst Sorgen macht. Vielleicht ist das ein Rucksack oder. Ja, Moment. Dann lege ich die Dose ab. Leg mal ein Magazin hier ab. Wir kommen so langsam an die Sache, ja. Wir kommen so langsam, aber sicher dran. Ja, hab ich das gesehen? Eine Westentasche, ah toll. Ich hab gedacht, das wäre ein Tarnanzug. Scheiß drauf, ey. Ja, eine Westentasche. Wie der Name sagt, eine Westentasche. Wird aber ersetzt, also ersetzt den Rucksack. Also hat aber auch viel, viel weniger Platz. Könnt ihr mir glauben. Da brauche ich hier nicht lange. Ach, ist da niemand. Muss ich da mein Zeug hier suchen? Ja, das müssen wir ein bisschen verbessern hier mit den Ausrüstungsgegenständen hier, dass du hier richtig zugreifen kannst. Mann, ich will nicht den Scheiß Colt haben. Seht ihr, dass das glitscht ein bisschen rum, das ist aber auch nicht vom Mod, sondern das ist schon immer so gewesen, Arme, wenn das so viel auf einmal ist. Von mich bewegt mich gar nicht, ich mach gar nichts. Das Ding. Ach, endlich. Endlich!
So, scheiß auf die Munition, dass die noch da oben liegt. Oder was habe ich da noch? Ja, dann ich lieber da vorne die ACP-Munition, da kann ich euch gleich meinen nächsten Trick zeigen, den ein pfiffiger User von euch geschrieben hat, wusste nämlich auch noch nicht. Das kann man fast mit jeder Munition machen, so wie er erzählt hat, auch mit DMR und sowas. Die ACP-Munition von der Revolver. Aufnehmen, Rechtsklick und Kombin vor M1911 und schon habt ihr, zack, eine Colt-Munition. Dank an dich, du weißt glaube ich, wer gemeint ist. Derjenige weiß Bescheid. Aber jetzt haben wir die 15 Minuten scheißemäßig verbraucht in diesem Kaffladen hier. Im russischen Stübchen. Na, Taxi, was geht? Oh Gott, ja, es kommt nicht. Ich gehe auf Westen. Achso, bevor ich hier Schluss mache, wir sind schon mal bei 15 Minuten, möchte ich euch noch zeigen, wo die Reise jetzt hingehen wird. Hoffe ich jedenfalls. Ich denke mal, ich werde dann den Server wechseln, dass wir am Tag sind. Beziehungsweise, na gut, ja, ich werde sehen. Aber Zelenogorsk, mal kurz gucken, wo es denn hier der Shop ist. Das müsste hier irgendwo sein. Glaube ich jedenfalls. Der müsste eigentlich markiert sein. Jedenfalls, der müsste im Süden der Stadt sein. Wir müssen. Und ich habe mir gedacht, ich laufe einfach mal. Oh, ist noch ganz ein Stück, du hätte ich nicht gedacht. Nach Lopatino. Und von dort nach Skalka. Dem nördlichsten Punkt und die nördlichste Stadt. Wo ist er denn hin? Da ist er. Oder nee, das ist es das schon. Und von dort dann auf die Nebelspitze oder. Was gab's noch? Wo ist er denn hin? Jedenfalls in dem Gebiet hier so. Möchte ich mich aufhalten. Ich weiß nicht, ob mir was bringt, aber ich möchte mal einfach hin, einfach das Ziel setzen. So, Moment, was ist denn jetzt los hier? Huch, glitscht ein bisschen rum gerade alles. Am Dunkeln hat man nicht wirklich so eine Orientierung. Ich würde einfach sagen, ich wechsle auf meinen Server, mache jetzt eine kleine Aufnahmepause, mache hier mal Schluss. Wir sehen uns dann hoffentlich im hellen Video, vielleicht mit ein paar Spielern. Bis dahin, haut rein.